Der 9. Hammer-Unternehmertag, kurz HAMUTA, fand auch in diesem Jahr wieder in der Ottmar-Alt-Stiftung statt. Zum diesjährigen und sehr aktuellen Thema Energiewende wohin, Chancen für den Mittelstand, fanden sich zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Unternehmertum an der oberen Rote ein, um den Podiumsrednern zuzuhören. Dabei ging es um den immer lauter werdenden Ruf nach erneuerbaren Energien und wie der Atomausstieg bewältigt werden kann. Gleichzeitig darf die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft durch ein neues Energiekonzept nicht eingeschränkt werden. Veranstalter des Unternehmertages ist die Firma Beck Schäfer und Partner. Diese konnten zu diesem aktuellen Thema die ehemalige Wirtschaftsministerin von NRW Christa Toben und Walter Oppenheim, Geschäftsführer der Stadtwerke Hamm, als Podiumsredner gewinnen. Eröffnet wurde die Veranstaltung traditionell durch ein Grußwort des Oberbürgermeisters Thomas Dunstiger-Petermann. Franz Beck Schäfer im Interview zum 9. HAMUTA. So, Franz Beck Schäfer, die 9. HAMUTA in diesem Jahr. Im nächsten Jahr gibt es Jubiläum. Erstmal, wir greifen schon mal voraus. Was gibt es im nächsten Jahr? Ein großes Jubiläum? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir versuchen ja immer, die Themen aktuell auszuwählen. Das muss man einfach abwarten, was wir im nächsten Jahr machen. In diesem Jahr haben wir die 9. HAMUTA, Sie haben es gerade erwähnt, und wir haben eben auch uns bei den Themen so bis zum Schluss zurückgehalten, dass wir sagen, wir machen etwas zur Energiepolitik, weil das jetzt gerade ja brandaktuell ist und diskutiert wird, auch im Rahmen der geplanten Gesetzesänderung. Das ist ja sehr aktuell im Moment, man hört es überall in den Medien. Glauben Sie, dass die Leute da auch ein bisschen sensibel für geworden sind, wie man Energie gewinnt und auch verbraucht? Ich denke schon. Ich muss auch sagen, wir haben uns alle damit befasst, haben wir sicherlich auch nicht, gerade die Atomenergie, nicht ernst genug genommen, was dort alles passieren kann. Wir haben es in Japan jetzt wieder aktuell erlebt und ich denke, die Vorträge werden sehr interessant sein. Bin auch sehr gespannt, was gerade aus regionaler Sicht Herr Oppenheim sagen wird zum Ausstieg und auch zur Energiewende und vor allen Dingen auch Frau Toben, die sich ja mehr aus politischer Sicht mit den Themen dann beschäftigen wird. Im Vorfeld haben Sie mir gesagt, Sie erwarten etwa 60 Gäste. Wie ist denn jetzt nach 9 Jahren das Feedback überhaupt auf die HAMUTA? Das Feedback ist sehr unterschiedlich. Wir haben auch schon mal 90 Besucher hier gehabt. Wir hatten mal einen ganz verrückten Professor Schmidt, der so Persönlichkeitsstrukturen macht. Das ist jetzt 2 Jahre her, da haben wir 90 Teilnehmer. Gut, das muss man immer sehen. Vielleicht war auch der Zeitpunkt jetzt im Juni durch die Feiertage mit den Urlaubstagen doch bei einigen nicht so richtig der richtige Zeitpunkt, um es zu machen. Aber wir haben es eben terminlich auch nicht anders hinbekommen. Wir wollten bis zum ganzen Schluss warten, bis wir auch wirklich was vorzutragen haben. Ganz konkretes Feedback. Kommen die Leute nach der HAMUTA zu Ihnen und sagen, das war toll? Ja gut, es gibt, erstmal laden wir ein. Wir haben einen festen Adressenstamm, den wir dann bedienen. Wir telefonieren nach, das machen wir auch. Aber wir versuchen natürlich auch ein Feedback zu bekommen. Wir werden nachher auch wieder Fragebögen auslegen, wo man sich den Veranstaltungsverlauf beurteilen kann. Oder wenn noch andere Fragen und Anregungen sind, um die wir auch natürlich gerne bitten. Erste Frage, jetzt komme ich wieder zurück auf die erste Frage. Die 10. HAMUTA gibt es aber auf jeden Fall, oder? Sicher gibt es die 10. HAMUTA. Ich kann Ihnen noch nicht das genaue Datum sagen und wir werden gucken, was wir dann machen werden. Wird sicherlich etwas Besonderes sein. Nach den Grußworten des Oberbürgermeisters referierte Walter Oppenheim. Worum es in seinem Vortrag ging, erläuterte Oppenheim im Interview. So, Walter Oppenheim, HAMUTA, die 9. HAMUTA. Sie halten gleich einen Vortrag zum Thema Energiewende, ganz aktuell gerade in den Medien. Worum wird es in Ihrem Vortrag gehen? Ja, die Fragestellung ist, nach dem Atomausstieg, ist die Energiewende machbar? Also das heißt, werden wir genug Strom haben, um ohne Atomkraftwerke auszukommen? Wird dieser Strom preiswert genug bleiben, dass er für die Menschen auch bezahlbar ist? Und werden die Netze auch den Strom dann transportieren können, weil sich die Transportwege durch den Wegfall der Kernkraftwerke deutlich verändern. Und abschließend werde ich darauf eingehen, wie sich der Ausstieg auf die CO2-Emissionen auswirkt. Das habe ich vor, heute in dem Vortrag zu sagen. Und ich werde mit dem Ergebnis enden, ja, es ist machbar. Sie sind seit vielen Jahrzehnten in diesem Energiegeschäft. Hätten Sie damals, sagen wir vor 30 Jahren, damit gerechnet, dass das jetzt so eine Entwicklung nimmt? Nein, auf keinen Fall. Diese Entwicklung, überhaupt der Umbruch, der in der Energiewirtschaft eingeleitet wurde, der wurde zögerlich 1998 eingeleitet. 2005 kam dann ein großer Schub. Und jetzt, die Spitze ist der Atomausstieg.